fehlt an normalen elektronischen Schaltkreisen. Das ist natürlich nicht so schön. An den grünen? Also nein, nicht insgesamt, sondern gerade nur bei der Produktion da hinten. Okay. So, Automatisierung, sehr schön. Ist jetzt auch gleich fertig. Danach können Warte, wir die Geschwindigkeit. warte mal. Oh Gott. Multitasking ist nicht meine Stärke. Nee, ist sie tatsächlich nicht so wirklich gerade. Eisenzahnräder und unterirdische. Oh Gott. Was brauche ich denn hierfür? Ach, Eisenplatten ohne Ende. Ja, okay. Ja, dat, dat, dat. So, zack, T. Oh Gott, was brauche ich denn jetzt nochmal? Ach so. Übrigens, ist jetzt nicht böse gemeint, ne? Aber dir fällt auf, dass es nicht leckt. Das hat am Anfang auch nie, das kam immer später. Naja, wir spielen jetzt schon eine Stunde. Oh Gott, wir müssen den, ich muss den ganzen Plunder da unten mal wegreißen, Hast du übrigens auch per Roboter machen lassen, ne? Wenn du einen Abbauplan dir erstellst und das da drüber ziehst, kommen die Bauroboter und reißen das automatisch ab. wohin, aber wohin, Lagerkisten. Die bringen das in die Lagerkisten. Also das heißt, ich würde mir als erstes einen Roboterhanger da unten bei dir hinstellen, irgendwo, wenn ich du wäre. Und dann würde ich anfangen, halt die Bauroboter kannst du dir hier oben wegholen, die acht, die ich da habe. Das sind zwar nicht viele, aber besser als gar nichts. Und dann baust du dir den Abbauplan und ziehst das einfach immer nur da drüber. Und der Abbauplan, der geht nie kaputt. Also den kannst du so oft benutzen, wie du möchtest. Warte mal, warte Und mal, ist. Damit warte. kannst du übrigens auch Wälder abholzen. Ich weiß. Dachte ich, sag's mal. Unser Rohöl ist übrigens wieder mal voll. Das Rohöl? Die Dings, die Container. Ah, nee, die hier unten sind leer. Okay.
Ach, wegen Pumpen. Ah, okay, gut, ich habe nichts gesagt, vergiss es. Ich hab nichts gesagt. Sehr schön, Tee, dann. Ach, wir haben noch keine Prozessoren. Nee, die haben wir noch nicht. So. Ah, die kommen von überall. Was denn? Die Die Druiden. Roboter? Ja, Ja. die kommen jetzt auch hier drüben aus dem anderen Hangar. Die Sache ist, die, solange die Felder, die großen Felder, einigermaßen beieinander liegen, werden die Roboter von überall herkommen, um das zu machen. Die brauchen halt nur zwischendurch diese Hangars, Hangare, Hangars, Hangar. Hangar, um sich aufzuladen. Ansonsten Ein fliegen die die ganze Hangar, Zeit zwei weiter. Hangar, drei Hangar, 12 Hangar. Eine Spitfire, zwei Spitfire, drei Spitfire. Ja, so in etwa. Es wundert mich gerade, dass hier oh, das ist aber, das sieht komisch aus gerade. Okay. Aber wohin? Ah, du musst übrigens aufpassen, ne? Also du darfst nicht die normalen Lagerkisten, nicht die normalen Lagerkisten bauen, sondern Wieso baut er hier die. Lager? Warum packt er hier in die Lagerkisten die Sachen? Also ich habe doch hier Lagerkisten. Also das sind Anti. Warte mal, ich muss noch die normalen Lagerkisten bauen wahrscheinlich. Oh Gott. Lagerkisten werden für alles benutzt, ne? Zum Lagern. Ja, ich merke das schon. Merke ich hier gerade auch, dass du das vorhin noch nicht mitgekriegt hast. Hier liegen nämlich Motoren und Batterien und alles Mögliche liegt hier auf dem Fließband. Nur nicht das, Ja, was es soll. weil ich da ganz normale Lagerkisten drin habe und Ja, aber die jetzt Lagerkisten sind sind. die Roboter da und die schmeißen jetzt alles da rein. Genau, und du musst einfach nur eine aktive Anbieterkiste da hinsetzen. Einfach nur, das ist nämlich das Problem gerade. Man lernt aus seinen Fehlern. Nee, es ist ja nicht mein Fehler. Eigentlich hätten wir zuerst die Produktion der Dings ändern müssen, bevor wir da also Lagerkisten. Nee, doch Lagerkisten. Und denen können wir ja auch sagen, was sie reinpacken dürfen und was nicht, ne? Nee, die Lagerkisten, da wird alles reingepackt. Bei den aktiven und passiven, also aktive Anbieterkisten, da wird nie was reingelagert, da wird nur rausgenommen. In Lagerkisten wird alles reingepackt. Und Anforderungen? Oh Gott. Und Anforderungskisten sind halt nur zum Anfordern da, wie der Name halt schon sagt. Aber die Damen dürften hier ruhig ein bisschen schneller sein, ja. Ja, die Droiden, also ne, die Roboter habe ich jetzt so erforscht, dass sie halt schneller werden. Im Endeffekt kommt es halt wirklich auf die Masse drauf an, auch wenn es doof klingt.
Ja, und das mit dem Bauen halt, mit dem Aufbauen, das machen halt wirklich nur die Bauroboter. Die Lagerroboter, Logistikroboter sorgen halt nur dafür, Die dass. Sachen hin und her fliegen. Genau. Deswegen bin gerade auch am gucken. Okay, aktive Anbieterkisten. Gott, was wollte ich denn jetzt? Was wollte ich denn jetzt? Was wollte ich denn jetzt? Jetzt bin ich schon wieder verwirrt. Sind die da oben fertig? Nö, was fehlt denn da noch? Ach so, die. Oh Gott. Eisenplatten ohne Ende. Schön, ich liebe dieses Gewusel. Ganz kurz, ist dir das vielleicht vorhin aufgefallen oder nicht, als du den Roboterhangar gebaut hast? Wenn du in einer bestimmten Distanz zu einem anderen Roboterhangar bist, hast du dazwischen doch so eine Ja, gestrichelte Linie. die arbeiten dann miteinander. Genau, das wollte ich dir sagen. Das Schöne ist, das kannst du unbegrenzt weiterführen. Also, ne, wenn du. Umso mehr du miteinander verbindest, umso weiter können die dann im Prinzip das Zeug transportieren. So, und die nächste braucht die lilanen. Das heißt, wir nehmen jetzt mal die Transportmenge. Oder Inventar? Nein. Oder die fortgeschrittene Ölverarbeitung. Weiß ich ja nicht. Warte mal, lass mich mal gucken. Ja, mach du mal. Du schaffst das. Ich glaube an dich. Sehr schön. Bauen Sie 100 Objekte mit Baurobotern. Ab. Genau. Ja, egal.